ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Sommerfit 2022. Heute mit starker Rücken. Wir wollen uns heute um alle Muskeln kümmern, rund um unseren Rücken. Dazu gehört natürlich nicht nur die Rückenmuskulatur dazu, sondern auch die Bauchmuskulatur, die tiefen Schichten, aber auch die oberflächlichen Schichten. Mach mit! So wie du dich wohlfühlst, das ist auch ganz wichtig, denn unsere Wahrnehmung hat natürlich auch damit zu tun, dass sich unser Rücken wohlfühlt. Unsere Körperwahrnehmung, die wollen wir auch verbessern und natürlich wollen wir auch die Haltung verbessern. Und wir starten mit einer Wahrnehmung. Stell dich hüftschmal auf, sodass du ungefähr einen Fuß zwischen deinen Füßen Platz hast. Die Haltung beginnt übrigens bei den Füßen. Wenn da was nicht stimmt, kann das wirklich sich aus- oder irgendwelche Rückenschmerzen auslösen, sich auswirken auf den ganzen übrigen Körper. Deshalb stell dich auf deine Außenkanten und wenn du da jetzt stehst, dann drückst du die Großzehenballen nach unten. Spürst dann den Stand auf den Großzehenballen, auf den Außenkanten und auf deinen Fersen. Deine Knie, die sind etwas durchlässig. Du hebst dein Brustbein, hast etwas Luft unter deinen Achselhöhlen und auf deinem Kopf hast du eine Krone, die du in Richtung Decke nach oben schiebst. Dich wirklich richtig lang machen. Dann merkst du vielleicht auch eine schöne Grundspannung in der Bauch- und Rückenmuskulatur. Vielleicht kannst du auch schon tiefer durchatmen. Und jetzt beginne, dich etwas zu schütteln und zu rütteln. Ganz kleine, schnelle Bewegung. Dieses Rütteln aktiviert alle Rezeptoren innerhalb der Faszien, unser größtes Wahrnehmungsorgan. Und wenn wir die wach machen, verbessern wir eben unser Körpergefühl. Also mach dich wach, rüttel dich durch. Das ist auch schön für die Bandscheiben, ernährt unsere Bandscheiben. Jede axiale Belastung hier, Druck, ernährt die Bandscheiben. Druck und Zug, genau, ganz locker. Schneller oder langsamer. Einfach mal spüren, was für dich jetzt gerade gut ist. Du machst es nur für dich. Dann pendelst du dich in die Mitte ein und merkst nochmal den Unterschied vielleicht zu vorher. Hat sich was verändert? So eine andere Wahrnehmung jetzt? Bestimmt, oder? Jetzt lässt du ganz entspannt deine Schultern nach hinten kreisen und zwar rechts und links im Wechsel. Richtig locker, zurück, die Brustwirbelsäule bewegt sich leicht, aktiv in der Mitte. Dein Atem fließt. Und deine rechte Hand, die macht jetzt mal weiter ganz alleine und du wirst hier größer, nimmst den Ellbogen zurück, stützt dich links ein, lädst deine Brustwirbelsäule mit ein, lass dein Becken ganz ruhig immer größer werden. Wechsel die Seite, klein beginnen. Und dann löst du wieder auf, lässt den Arm fallen und lässt deinen Oberkörper nach rechts und links sich bewegen. Ganz stabil in deiner Mitte bleiben. Und immer noch verwurzelt mit beiden Füßen. Ganz gleichmäßig Stand auf beiden Füßen. Nimm die Arme weiter zur Seite und versuch dich ruhig leicht nach rechts und nach links zu bewegen. Du kannst deine Füße auch mal etwas mehr in die Grätsche nehmen. Bauchspannung halten. Dann komm
kommst du langsam wieder zur Mitte zurück. Lässt die Arme fallen und zwar nach rechts, nach links. Immer die Fersen anheben. Linke Ferse, rechte Ferse. Mitdrehen dein Knie. Genau, ganz weit, ganz großen Schwung mit den Armen jetzt ausführen. Jetzt hast du schon deine Brustwirbelsäule vor allem in der Rotation auch bewegt. Natürlich auch Hüftgelenk. Nur weiter. Dann lässt du dein Becken wieder in der Mitte stehen, nur den Oberkörper mal pendeln und deine Arme, die machen jetzt eine andere Bewegung, die nimmst du jetzt nach vorne und du drehst dich im Rumpf nach rechts und links. Zack, zack. Jawohl, stabiles Becken, entspannter Nacken. Bleib in der Mitte, atme ein, richte dich auf. Ich mache so mit dir mit. Brustbein anheben, Dehnung vorne spüren, ausatmen, Ellbogen vorne schließen, rund werden. Einatmen, öffnen, ausatmen, rund. Ein und aus. Immer so, wie du dich wohlfühlst, so groß machst du die Bewegung. Ganz wichtig ist dieses Aufmachen. Das ist im Alltag nicht mehr so oft vorhanden, oder? Letztes Mal. Bleibe, löse auf. Stütze deine Hände auf die Oberschenkel, komm tiefer. Und jetzt drückst du einmal rechts, einmal links deinen Oberschenkel weg und drehst auch deinen Kopf. Schau zurück über die Schulter. Letzten Male und dann bleibst du in der Mitte, richtest dich ganz gerade auf, lässt locker und gehst am Platz und zwar so richtig locker erstmal. Füße abrollen, Fußgelenke bewegen, natürlich haben wir jetzt auch die Hüftgelenke, die wir nochmal mobilisieren in der Grätsche, Rück höher ziehen. Komm enger zusammen, Hüft schmal, immer noch gehen, richtig bewusst abrollen. Arme mitnehmen, immer gegengleich, rechtes Knie, linker Arm und umgekehrt. Und das Ganze, mach mal weiter, ich zeig dir was. Ich mache das immer dreimal. Mach mit, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und wenn du auf drei hältst, nimmst du immer den gegenüberliegenden Arm, die Hand zum Knie und bleib aufrecht. Hopp. Jawohl. Rechts halten, stopp und gib Druck gegen dein Knie, Spannung in der Mitte aufbauen, halten, halten, halten und das Bein zurücksetzen. Ich mache so ein bisschen seitlich zu dir mit, zurück, du stehst hüftbreit geöffnet und jetzt tu so, als wolltest du etwas aufheben. Das heißt, du beugst dein Knie über der Ferse und kommst nochmal hoch, nochmal tief. Ruhig deine Hände so nach unten, Rücken gerade, hoch und stell dir vor, du legst irgendwas auf den Schrank ganz weit nach oben. Nochmal tief
Und weiter auf den Schrank. Kraftbeine ist wichtig für einen gesunden Rücken. Einmal noch. Und dann bleibst du ganz leicht gebeugt, Oberkörper vorne. Ziehst die Ellbogen zurück, jetzt noch oberen Rücken spüren, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Komm vor und jetzt zieh die Ellbogen weiter nach außen. Nochmal ran und nochmal hoch nach außen. Spannung im Bauch, im Po spürst du auch. Noch einmal rück und lösen und gehen, Po lockern. Super. Jetzt starten wir nochmal mit 1, 2, 3. 1, 2, 3. Genau, 1, 2, 3. Ganz kurz mit dem Handballen Druck innen aufs Knie ausüben. Halte oben, stopp und komm zurück. Sehr gut. Ausfallschritt, Hüft breit, tu so, als würdest du etwas aufheben, Knie über der Ferse und leg's auf den Schrank. Nochmal. Deinem Tempo. Noch einmal. Und jetzt bleibst du noch mal leicht gebeugt und ziehst die Ellbogen hoch und zur Seite. Nochmal. Kraftvoll. Oberer Rücken. Einmal noch und auflösen, auslockern. Sehr, sehr gut. Schüttel dich aus. Während du das machst, kommst du an den Rand deiner Matte und kommst auf ein Knie, auf beide Knie. Ich zeige es dir so ein bisschen seitlich. Du richtest dich jetzt nämlich auf, nimmst deine Arme zur Seite, Daumen zurück. Und jetzt Bauchnabel nach innen ziehen, dreh deine Daumen nach innen und werde rund. Setz dich etwas in Richtung Fersen ab, richte dich nochmal auf, Brustbein heben, ausatmen, rund und einatmen, aufrichten. Ein Tempo. Mobilisation natürlich, Rücken, aber auch Kräftigung. Letztes Mal.
Aufgerichtet bleiben, lösen. Rücken bleibt jetzt gerade und du kommst nach vorne. Erstmal auf deine Hände. Hände unter die Schultern, Knie unter deine Hüftgelenke, Bauchnabel nach innen oben saugen, raus aus den Schultern. Und jetzt nimmst du im Wechsel einmal rechts nach hinten, schieb mit der Ferse zurück, ausatmen, ein wieder zurück und wechseln. Aus, links zurück und ein und aus, Ferse schiebt und ein. Spür die Dehnung, Wade. Jetzt halte ein Bein hinten, am besten das, was von mir etwas weiter weg ist. Denn die andere Hand nimmst du jetzt an deinen Kopf, kommst mit dem Ellbogen nach oben Richtung Decke. Schau mal, schau mal, schau mal. Ferse schiebt ganz weit nach hinten raus. Dreh dich auf und ausatmend kommst du jetzt tief mit dem Ellbogen in Richtung Hand. Nochmal einatmen, hochkommen. Spirallinie aufdehnen, ausatmen, rund. Ein. Noch zwei. Ferse schiebt, Ellbogen nach oben schieben. Letztes Mal. Komm wieder zurück. Hände ab und kurzen Moment mal zurücksetzen. Das lohnt sich nämlich, wenn man jetzt mal die Seiten vergleicht. Also Rück, Stirn auf die Hände. Vergleiche mal, ob du dich jetzt einseitig fühlst. Vergleich zu vorher. Dann noch einmal wieder nach vorne kommen. Hände unter die Schultern platzieren. Anderes Bein jetzt nach hinten schieben, Ferse schiebt zurück, Hand hinter den Kopf und hochziehen und Richtung Boden. Gleich nochmal. Am besten einatmend hoch. Noch einmal. Und zurückkommen. Und kurzen Moment entspannen. Entweder wieder Stirn auf die Hände oder mal aufsetzen. Handgelenke lockern. Die müssen wir auch kräftigen. Also man darf auch schon mal was spüren. Handgelenke. Jetzt kommen wir eins weiter. Zu einer kräftigen Außenseite, die natürlich auch wichtig ist. Mach so, wie es geht. Ellbogen unter die Schulter. Wichtig ist, dass du hoch rauf kommst hier aus der Schulter. Und das kannst du eigentlich ganz einfach, indem du den Unterarm zu dir herziehst. Fersen sind in einer Linie mit deinem Oberkörper. Spannung im Bauch. Und jetzt drück dein Becken nach oben. Geht und versuche ruhig dein Knie anzuheben. So, jetzt haben wir nämlich Gesäß, Taille und dann gehst du wieder ein Stück zurück. Schau mal, nicht ganz absetzen. Und die Hand, dann nimmst du dir deine Rippenbögen und ziehst dich mal bewusst hoch. Hoch und wieder ein Stück tief. Und hoch und wieder ein Stück tief. Das hilft ein bisschen, oder? Wieder ziehen.
Noch einmal. Und kurz absetzen. Reicht schon. Muss gar nicht viel sein. 8 Wiederholungen. Kannst auch gerne länger machen. Aber einfach nur, wenn du die und den Unterarm ranziehst und die Spannung so richtig spürst, dann ist es schon nach ganz kurzer Zeit sehr intensiv. Also Ellbogen unter die Schulter. Herholen zu dir. Dann merkst du plötzlich, der Bauch wird aktiv. Fersen eine Linie mit deinem Oberkörper. Die Hand kann zurück erstmal da lassen. Versuch dich zu heben. Hand an die Rippenbögen. Und löse. Nochmal. Und hoch. Und lösen. Nicht ganz ab. Ranziehen, Unterarm. Noch einmal hochziehen und lösen, entspannen, absetzen. Super. Kurz den Rücken hängen lassen. Eine ganz angenehme Stellung für den Rücken ist die Kutscherhaltung. Lass dich über deine Oberschenkel drüber fallen. Entspanne. Und komm weiter. Wieder nach unten. Oberschenkel fassen, in die Rückenlage rollen. Handflächen in Richtung Decke zeigen lassen, Füße hüftbreit aufgestellt. Und jetzt schieb dein Steißbein in Richtung Ferse. Das heißt, du rollst Wirbel für Wirbel nach oben, Kinn leicht zum Brustbein ziehen, vielleicht ein Kissen unter deinen Kopf legen und wieder langsam Wirbel für Wirbel tief. Gleich nochmal, Steißbein Richtung Fersen, roll dich langsam und Wirbel für Wirbel nach oben. Von oben beginnst du dann wieder in der Brustwirbelsäule dich abzurollen. Noch einmal. Bleib jetzt hier oben, Füße ein bisschen mehr schließen und jetzt versuchst du im Wechsel deine Beine mal anzuheben. Jetzt kräftigst du unteren Rücken, Oberschenkel, Rückseite und Gesäß. Also im Wechsel ranziehen, lösen, ranziehen, ohne dass dein Becken irgendwie mitkippt. Lass dein Becken ruhig. Halte ein Bein angezogen und versuch, ohne dein Becken zu bewegen, mit dem Knie kleine Kreise zu beschreiben. Und Fuß wechseln, sehr gut. Anderes Bein anziehen und kleine Kreise. Becken bleibt stabil. Halten. Fuß aufstellen und Wirbel für Wirbel abrollen. Kurz auslockern, beide Beine ranziehen, so ein bisschen entspannen, aufdehnen den unteren Rücken.
Bleibe hier. Beide Hände mit den Handballen an die Oberschenkel und jetzt gib Druck mit den Händen und mit deinen Oberschenkeln zurück. Komm, gib Druck, Druck, Druck. Halte. Halte. Und löse nochmal. Welcher Muskel? Genau, der tiefe, quere Bauchmuskel. Gleich nochmal. Druck aufbauen, Hände drücken, Beine drücken. Komm, 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 komm. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und wieder auflösen. Super. Gleich nochmal. Und Druck. Der Nacken ist entspannt, die Schultern sind locker. Und lösen. Einmal noch. Einmal schaffen wir noch. Handballen geben Druck und los geht's. Alles geben, alle Kräfte sammeln. Gleich hast du es geschafft. Und lösen. Fußsohlen aneinander, Knie nach rechts und links kippen lassen. Einfach mal nach außen und entspannen. Hände rück auf die Oberschenkel. Richtig entspannen, gähnen. Und ganz locker liegen bleiben. Dehn die Innenseiten und entspann deinen Unterleib. Nimm die Arme zur Seite, lass ein Knie zum anderen Knie und dreh den Kopf zur Gegenseite. Ein Knie zurück, anderes Knie zurück und zur anderen Seite. Kopf zur Gegenseite. Ganz langsam wieder nacheinander zurück. Jetzt kommst du über die Seite, egal welche, eins höher zum Sitzen. Bleibst einen Moment sitzen, richtest dich auf, fassrück deine Oberschenkel. Und wenn du ausatmest, dann kippst du ab und machst deinen ganzen Rücken rund. Mit dem Einatmen richtest du dich auf. Mit dem Ausatmen machst du dich rund. Nochmal ein. Und nochmal aus. Ein und jetzt bleibe hier. Streck deine Arme und dreh dich auf eine Seite. Fass rück die Hand ans Knie und die andere Hand so weit, wie es geht, nach hinten. Rücken gerade und Blick zurück. Ausatmen, auflösen. Einatmen, Länge. Ausatmen, andere Seite. Ausatmen, langsam wieder zurückkommen, lockern, ein Bein unten durchstellen, mit dem anderen Fuß gleich hochdrücken, auf die Hände rüberkommen, klappt,
auf die Füße, stütz dich auf die Oberschenkel und roll dich wirklich langsam nach oben zum Stehen. Lass dir Zeit, Wirbel für Wirbel zum Stehen kommen, locker lassen. Und jetzt natürlich nochmal hüftschmal aufstellen, so wie wir angefangen haben. Richtig ausschütteln. Und beginne ruhig mit deiner Wahrnehmung nochmal bei deinen Füßen. Stehst du auf den Außenkanten, Großzehenballen, Fersen, Knie sind durchlässig. Vielleicht hast du jetzt automatisch deine Körpermitte aktiv. Ist ein bisschen Luft unter deinen Achselhöhlen. Auf dem Kopf eine Krone. Den Nacken entspannt. Sehr schön. Atme ein, streck dich. Atme aus, löse. Jetzt nochmal einatmen, strecken. Öffne die Arme, Handflächen nach außen und nimm ein Bein zurück. Öffne die ganze Vorderseite. Bauch und Ferse schieb nach hinten ganz fest. Ausatmen, rund. Und ein die andere Seite. Anderes Bein, Ferse tief, Brustbein öffnen. Und wieder aus. Du kannst jetzt mit den Armen variieren, die Arme etwas höher nehmen oder tiefer. Einfach selbst hineinspüren, was dir gut tut, was dir ganz besonders gut tut. Bleib dann, öffne die Arme, zurückziehen, lösen, Schultern hoch, ein, ausatmen, Schultern tief, ein, Schultern hoch, ganz bewusst nach unten ziehen, ausatmen, noch ein letztes Mal, halte die Schultern tief und entspanne dich. Sehr schön. Ich hoffe, du fühlst dich wohl in deiner Haut und dein Rücken fühlt sich gut an. Ich freue mich, wenn du dich wohlfühlst, über einen Gefällt mir, einen netten Kommentar natürlich unten. Wenn du Lust hast, sei morgen wieder dabei. Morgen gibt es einen Figurzirkel. Also auf jeden Fall dabei sein. Die ganze Playlist findest du übrigens hier oben bei dem Infopunkt rechts oben. Da findest du die Challenge. Die findest du auch auf meinem YouTube-Kanal unter Playlists. Also einfach mal reinsehen. Vielleicht hast du Lust, meine Arbeit zu unterstützen, mich wertzuschätzen. Vielen Dank. Der Link ist unter dem Video, heißt Steady, deine Unterstützung. Da kannst du mich mit monatlich 5 Euro oder 10 oder 20, was auch immer du willst, unterstützen. Kannst es auch jederzeit verändern. Danke. Vielleicht abonnierst du meinen Kanal oder lädst jemanden ein, sich auch mitzubewegen. Oder ganz einfach bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training. Ich freue mich schon. Bis dann!